paar kurze Themen aus dem Gesundheitsbereich, die aber auch korrespondieren mit dem Schulbereich. Wir haben heute eine große Initiative zur Prävention im Bereich der Sucht beschlossen an den Schulen mit dem Schwerpunkt Cannabis. Und ich bin sehr froh, dass wir das gemacht haben, weil ich glaube, Prävention ist die richtige Antwort auf die Diskussion, die im Moment in Berlin geführt wird. Wir investieren da 1,6 Millionen. Die Aktion läuft von 22 bis 24. Wir werden vor allem Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klassen ansprechen und erreichen damit pro Jahr 1500 Schulklassen. Wir wollen das Risiko bewusst machen. Wir wollen auch der Verharmlosung von Cannabis entgegenwirken. Und wenn man mal so die Zahlen ansieht, dass mehr als jeder fünfte Schüler in Bayern innerhalb eines Jahres schon mal Cannabis konsumiert hat, das sind Zahlen von 2019, dann sieht man schon, dass Prävention ein wichtiges Thema ist, genauso wie die Prävention in anderen Bereichen wie Alkohol und Rauchen. Aber ich glaube, die Aktualität veranlasst uns schon, da noch mal genau drauf zu schauen. Und ich will schon noch mal deutlich sagen, dass ich nicht verstehe, warum man in Berlin diese Diskussion jetzt führt, auch im Lichte, dass man noch nicht mal in der Lage ist, rechtssicher eine Legalisierung zu begründen. Dass da EU-Recht und Völkerrecht und Schengen dagegen steht, ist ja nichts Neues. Der Wissenschaftliche Dienst hat es tatsächlich jetzt noch mal zusammengefasst. Und dann darauf zu reagieren und zu sagen, naja, wir werden mal schauen, ob wir da irgendwo hinkommen, das halte ich schon, ehrlich gesagt, für fahrlässig. Luxemburg hat damals aufgrund der Probleme seine Bemühungen eingestellt. Niederlande ist auch kein Vorbild, weil im Kern dort natürlich das Thema auch noch verboten ist. Also viele, viele Fragen angefangen. Wie wird denn das wirklich ausgestaltet werden können bis zum Onlinehandel? Ich höre aus der Ampel, dass man sich auch hohe Steuereinnahmen möglicherweise verspricht. Also es wird ein spannendes Thema bleiben. Die Antwort aus Bayern ist Prävention, Aufklärung und Information. Ein weiteres Thema, das im Bundesrat jetzt kommt, ist das GKV-Finanzierungsgesetz. Ich will auch hier noch mal sehr, sehr deutlich sagen, wir stehen vor einem Blackout des Gesundheitswesens. Wenn wir über Blackout in anderen Bereichen reden, dann wird es im Gesundheitswesen auch kommen, wenn in Berlin nicht jetzt endlich die Finanzierung sichergestellt wird. 17 Milliarden fehlen in der gesetzlichen Krankenversicherung und es muss der Bund jetzt endlich die Beiträge aus der Arbeitslosengeld-II-Versicherung zahlen. Die 10 Milliarden dazu ist eher verpflichtet aus meiner Sicht und kann sich auch nicht wegducken. Und diese Diskussion muss man endlich führen, wenn man das System nicht an die Wand fahren lassen will. Deswegen auch da noch mal eine klare Aussage. Es wird letztlich die Versorgung der Menschen betreffen. Die wird schlechter werden. Da kann Lauterbach noch so oft sagen, es gibt keine Leistungskürzungen. Die wird es dann definitiv geben. Und deswegen muss man jetzt die richtigen Weichen stellen und die Mittel auch so einsetzen, wie sie eigentlich eingesetzt werden sollten. Wir starten auch eine Bundesratsinitiative zusammen mit anderen Ländern. Da geht es um die Liquidität von Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Reha-Einrichtungen. Auch das ist dramatisch. Was die Krankenhäuser letzte Woche gesagt haben, ist nicht nur ein Weckruf, sondern es ist tatsächlich ganz, ganz zentral. 9 Milliarden fehlen den deutschen Krankenhäusern in den nächsten Jahren. Alleine, wenn ich sehe, die Münchenklinik 22, eine Steigerung von 6,1 Millionen auf 19,7, 23 von 14,3 Millionen auf 28,4. Die Uniklinik Augsburg 53% Steigerung allein im Jahr 22, 68% Steigerung im Jahr 23. Und ich sage es ja noch mal deutlich, wir wollen keinen kalten Strukturwandel in den Krankenhäusern durch Berlin. Wir haben 400 Kliniken, wir wissen auch, dass wir immer in der Diskussion in die Reformüberlegungen reingehen müssen. Wir brauchen auch neue Modelle, wie wir Notfallversorgung besser machen und viele andere Dinge. Und wir brauchen auch eine bessere Krankenhausfinanzierung im Rahmen der Betriebskosten. Die DRGs müssen überarbeitet werden. Aber was wir nicht brauchen, ist, dass Berlin über Regelungen wie jetzt, dass sie die Dinge aussitzen, Krankenhäuser in eine prekäre Situation bringen, die die kommunalen Haushalte dann nochmal belastet, dort, wo die Träger in der Kommune sind und die letztendlich dann möglicherweise auch zu Schließungen von Häusern führen können. Das sind die Initiativen, die noch kommen. Es gibt eine weitere mit Baden-Württemberg, auf die will ich jetzt aber tatsächlich nicht groß eingehen. Das ist das Thema Medizinprodukte. Auch die werden wir starten. Auch das ist ein Thema, das schon, wenn man mal sich im Detail anschaut, dazu führt, dass Versorgung schlechter wird, dass auf einmal bei Kinderkardiologie zum Beispiel Medizinprodukte nicht mehr zur Verfügung stehen, die helfen würden. Also ein gut gedachter Ansatz führt letztendlich auch zu einer schlechteren Versorgung. Und insofern stehen wir im Gesundheits- und Pflegebereich vor großen Herausforderungen. Und ich sage es nochmal, auch da knirscht es gewaltig. Und im Sinne der Menschen in unserem gesamten Land müssen dort jetzt die richtigen Weichenstellungen getroffen werden.